Hallo, Forever Player hier. Und wieder spinnt die Kamera hier mit dieser Scheißausrichtung. Ach ja. Ich würde gern mit euch heute. Heute würde ich euch gern mal das erste Angebot machen. Ich habe euch nie irgendwie ein Angebot gemacht. Aber manche verlangen immer von mir, stell den Link von deinen Videos bitte auf Facebook. Habe ich manchmal echt keinen Bock dazu, weil das einfach wirklich viel Arbeit ist. Das ist es wirklich. Ich habe jetzt die ganzen Videos aufgelistet da und ab und zu. Ich habe da manchmal echt keine Zeit dazu mit dem Auflisten von Videos auf meiner Facebook-Seite. Habe ich einfach mir mal gedacht, wie wär's, abonniert uns doch. Wenn ihr so unsere Videos mögt, wenn ihr so meine Videos mögt, wenn ihr Forever Players Videos mögt, wenn ihr The Togethers mit mir und Tobi B so gern mögt, ja, dann macht es einfach. Dann abonniert uns. Ja, und ihr könnt auch gern Anfragen schicken, ob wir dann euch abonnieren, weil ich finde, wenn man Freunde sind, weil die meisten von unseren Let's Play-Anschauern, also Zuschauer, sind unsere Freunde. Also auf jeden Fall meine Freunde, wie Forever Player dazu steht. Ach ja, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Candy-Komplott. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Busenfreunde. Let's capitalize on this business opportunity. Ein böses Wort. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kasson. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Das ist bizarr. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir noch ein paar Missionen von Kenji zu machen haben. Ich mach mal kurz einen Cut. Hey Leute, da bin ich wieder. Aber diesmal mache ich nicht die Player-Imitation. Meine Mutter war drin, sie wollte fragen, was ich vom La Colomba, unsere Pizzeria, die gegenüber unserem Haus ist, das ist sehr praktisch, haben möchte. Aber jetzt nochmal zu Kenji. Auf jeden Fall, wir haben ja noch Missionen von ihm zu machen. Ihr erinnert euch ja an diese Dreckpimmel-Mission da mit GTA und so, die ich alleine offscreen gemacht habe. Ja, gut. Ah, bizarr, warum jetzt Donald Love verlangt, dass wir hier Kenji umbringen müssen. Wo ist der Shit? Ja, das ist komisch. Aber lass mal es jetzt erstmal auf uns zukommen. Was es jetzt mit sich auf hat. Ob wir jetzt wirklich schaffen, Kenji zu töten. Und dass wir jetzt wieder die Yakuzas gegen uns haben. Aber anscheinend ist hier auf der Minimap ein kleiner Bug, dass er mir nicht anzeigt, auf welcher Ebene der jetzt ist. Aber das ist nicht weiterhin schlimm, denn jetzt wissen wir ja, wo er ist. Okay. What the hell? Das sind ganz schön viele Leute. Ach, die wollen einfach, dass ich da reinbretter wie ein Verrückter. Ach gut, ja, das machen wir doch kurz. Achso, komm, da brettern wir rein und dann machen wir fertig. Ja, ich wollte eigentlich meine Waffe wechseln, habe ich ja gedacht. Jetzt könnte es sein.
Dann machen wir das kurz, ja. Brettern wir da wie ein Verrückter rein. Wahrscheinlich brennt unser Auto dann. Ja, aber ich habe gedacht, ist doch egal, wenn die uns erkennen. Hauptsache Abmetzelerei da. Nee, eigentlich nicht, weil es ja ziemlich schwierig, so ein Gang War da aufzustellen. Und dass es auch wirklich gut rüberkommt. Ich bin gerade überlegen, soll ich vielleicht mein Auto erst davor reparieren, bevor ich den Shit hier abziehe, Mann. Aber warum haben die sich diese kolumbianischen Kartellsäcke da überhaupt so eine scheiß Karre ausgewählt hier? Rutscht ganz halt rum wie so ein Schwamm. Boah, nee, ganz ehrlich, das Shit. Schon wieder Kamera angespuckt. Ja. Und in manchen Videos klinge ich ja auch ein bisschen wie ein Kind. Na, ich bin aber auch kein Kind mehr. Da ist Forever Player mehr Kind als ich. Aber ich möchte jetzt auch nicht so gern mein Alter sagen, auch wenn's okay ist. Also, manche sagen ja auch, als Kind haben sie das Spiel hier gespielt, was ich ja ganz schön grenzwertig finde. Weil das Spiel ja nicht für Kinder ist. Okay. Reinbrettern wie ein Verrückter. Boah, tatsächlich, ich hab ja die angespuckt. Hey Leute! Ich mach das einfach so, ich bombardiere die mit Granaten. Ja, das mache ich. Ich bombardiere mit Granaten. Ja, ich habe jetzt ja auch, wie heißen die Scheißteile? Molotow-Cocktails. Ja, habe ich jetzt ja auch. Habe ich gefunden, während ich hier mein Shit da gemacht habe mit den Päckchen und so. Aber nicht reinbrettern, denn reinbrettern ist ganz schön schitten. Erkennen die eigentlich einen, wenn man aussteigt, aber auf der anderen Ebene? Weil das würde mich sehr interessieren. Ja. Also auf der unteren Ebene, weil dann würde ich kurz eine Granate darüber werfen. Und die dann fertig machen. Hier, ja, die Lobo-Shitter, geh weg. Ja, wie gesagt, mit meinem Alter, ich bin kein Kind mehr, auf keinen Fall. Ich darf dieses Spiel auch spielen. Auch vom Gesetz, ja. Aber, ja. Viele denken ja. Also, Forever Player ist ja eigentlich schon noch. Wirklich schon noch ein Kind, würde ich mal sagen. Da ist ein Patriot drin. Ein Patriot. Okay, gut. Jetzt wissen wir, dass man nicht aussteigen soll, sondern eigentlich die wegbrettern. Dann machen wir das nochmal. Aber das sind halt welche mit so einer Shotgun. Gut. Ja, ein bisschen gefailt, aber jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen. Wir dürfen nicht aussteigen, wir müssen sie umfahren. Also, das ist wichtig. Vielleicht ballern wir noch per Drive-By ein bisschen rein. Aber im Großen und Ganzen müssen wir da durchbrettern wie Verrückte. Und dieser bescheuerte alte Asiate in der letzten Folge hat tatsächlich hier die Hintertür aufgelassen. Ja, ja, ja. Das sind die Asiaten nun mal. Also wie gesagt, das mit dem Alter. Alles bestens geregelt. Hier auch Spiel und so. Alles gemacht. Nur bei Forever Player. Ganz ehrlich, da bin ich mir manchmal ein bisschen unsicher. Ob der überhaupt diese Spiele spielen sollte. Ja, ja, ja. Alles bestens eigentlich. Gut, Forever Player ist jünger als Toby B. Und Toby B hört sich schon noch ganz jung an. Also, würde sagen, schon wirklich jung. Aber das ist im Großen und Ganzen ja egal. And get ready to enjoy a life of luxury.
Jetzt frage ich mich nur, ob wir wirklich noch die Missionen da bekommen mit Kenji noch. Aber das bekomme ich doch ganz schlecht hin, wenn wir hier jetzt... Per Drive-By habe ich gesagt, gell? Ja. Was ist das? Wie soll ich denn da auch reinkommen? Jetzt sagt mir das mal. Boah, ja, wiederholen wir das den Shit da jetzt nochmal. Das machen wir jetzt auch. Es musste beim ersten Mal funktionieren. Ja, jetzt, okay, ich weiß, wie wir es machen. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Wir müssen ganz am Rand fahren und dann können wir ihn überfahren, ohne dass irgendwas bemerkt wird. Auf jeden Fall, ja. Hat sich das mit dem Alter jetzt auch geklärt? Ich bin wahrscheinlich älter als mancher andere YouTuber, der brutalere Spiele als das Spiel hier spielt. Aber halt davon abgesehen. Also ich finde generell irgendwie, GTA ist nicht schlimm. Es ist zwar ein brutales Spiel. Warte mal, hier ist ein... Ich glaube, wir sollten jetzt mal Aufnahmen stoppen. Die Aufnahme sollte man wirklich, glaube ich, stoppen. Ja. Midi shit. Gleich. Ja, ich würde mal sagen, wir stoppen trotzdem hier nochmal Aufnahme und so. Also, bis zur nächsten Folge und ciao.